Bei der LaSalle, mit ihm war ich 6 Jahre in Japan, in Kamakura. Ich habe mit ihm in Shin-Meikutsu, in seinem Zentrum, die Sessions begleitet. Ich habe mit ihm Sessions gemacht in Kamakura, bei Ko-Un Roshi. Und LaSalle war immer ein ganz frommer Jesuit. In diesem Session hat er sich in eine Ecke gesetzt, ganz allein, und hat die Messe gelesen, ja. Für LaSalle gab es keinen Tag ohne Messe, ja. Das ist ihm aber geblieben bis zum Lebensende, ja. Er hat zwar auch Erfahrungen gemacht, aber im Grunde genommen ist er aus der christlichen Eingrenzung nie ausgestiegen. LaSalle war bestimmt ein Pionier des interreligiösen Dialoges. Ich schätze LaSalle sehr. Er hat in Europa und dann auch in Amerika Unglaubliches geleistet. Er hat die Menschen wirklich herausgeführt aus einer engen religiösen Eingrenzung. Ja. Und daher, ich bin ja lange den Weg mit ihm gegangen, Sessions mit ihm gemacht, zusammen gemacht habe. Ja. Ich schätze ihn sehr. Und er hat wirklich auch dem Zen einen Duktus gegeben, der angekommen ist in Europa, aber vor allem auch in Amerika. Ja.